Er sagt, jedes Mal, wenn der Muslim oder Muslima rausgeht, ist Shaitan anwesend an deiner Haustür und ein Engel. Und beide haben eine Fahne in der Hand. فإن خرج لما يحب الله عز وجل اتبعه الملك برايته. Wenn er nun rausgeht und beabsichtigt Gutes, einkaufen, Familie besuchen, zum Gebet, sagt er, verfolgt ihn der Engel und der Muslim ist die ganze Zeit unter dieser Fahne und unter dem Schutz des Engels. فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته. Und das so lange, bis du zurückkehrst nach Hause. وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. Der Hadith ist sahih und überliefert im Musnad von Imam Ahmad. Und umgekehrt sagt er auch, wenn er rausgeht für Sünden, für Schlechtes, ist er ständig die ganze Zeit unter der Fahne Shaitans, bis er zurückkehrt nach Hause. Er sagt dann hier, Fahris ya Muslim, so sei bestrebt darin, o lieber Muslim, an yakuna khurujuka haqqan thabitan billahi wa fillahi wa fi mardati. Also er sagt, sei bestrebt, dass wenn du rausgehst, für Allah rausgehst. Das ist ja damit gemeint. Was heißt das, für Allah rausgehen? Li talab al-ilm, erzählt einiges auf. Vielleicht gehst du, um einen Vortrag dir anzuhören. Wasilat al-Rahimin, oder Verwandtschaftsbande pflegen. Wa iyadati maridin, oder einen Kranken besuchen. Wa ziyarati akhin laka fillah, oder einen Freund, Freundin zu besuchen. Wa qada'i hajatin lah, oder du gehst raus und hilfst einem Bruder bzw. Schwester, ihre, seine Angelegenheit zu lösen. Wa shuhudi janaza, oder du gehst zum Totengebet oder zum Pflichtgebet. Wa huduri jama'ah, oder Freitagsgebet oder Pflichtgebet und so weiter. Das sogenannte Rausgehen für Allah hat sehr, sehr viele Gründe.